Hallöchen Popöchen und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem geliebten Channel. Ja, in der letzten Woche habe ich euch ja ein Review gebracht zu der Minecraft RTX Beta und da habe ich euch die 6 verschiedenen Karten gezeigt, die Microsoft und Nvidia in Kooperation miteinander veröffentlicht haben. Und in diesem Video soll es jetzt aber darum gehen, wie ihr das Ganze auch in eurer eigenen Welt aktivieren könnt. So, und ja, ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe mal mein geliebliches Mobiltelefon an meinen Rechner angeschlossen und meine Bedrock-Welt, die ich da so ein bisschen gebaut habe, auf meinen PC übertragen und auch gleich mal gebackupt. Ja? Und die werde ich euch jetzt ganz kurz mal zeigen. Also, ne, ihr seht, ne, wie das jetzt aussieht. Also ich muss es euch nicht zeigen, eigentlich sollt ihr alle wissen, wie das ausschaut. So, okay, ich gehe jetzt mal hier drauf, meine Welt. Es hat auch einwandfrei funktioniert, also ja. So, auf jeden Fall hier, genau das ist meine Spielwelt sozusagen. Hier spiele ich einfach so ein bisschen drin und baue so ein bisschen, ne, und so weiter und so fort. Und hier baue ich so seit letzter Woche ab und zu ein bisschen dran rum, so. Und wie gesagt, die Welt habe ich jetzt hier auf meinen Rechner übertragen. Und wie gesagt, auch gebackupt. Und jetzt werden wir ein bisschen so, ein bisschen Grafikzauber drüberlegen. So, ja, ne, also ist so ein bisschen so ein schönes Häuschen hier in den Berg reingebaut und so weiter und so fort. Und jetzt hat, wie gesagt, werden wir hier ein bisschen ein grafisches Gewand drüberlegen. Okay, und wie das geht, das zeige ich euch jetzt hier in diesem Video. Wer hätte das gedacht? Also gut, und zwar, das ist eigentlich wirklich Idioten einfach. Ihr benötigt eigentlich nur ein RTX Resource Pack. Da könnt ihr euch eins selber machen oder ihr ladet euch eines herunter. So, und da gibt es momentan 4 Stück und da werden wir uns jetzt einfach mal eins downloaden. Und dafür öffnet ihr einfach euren Internetbrowser. Hier in meinem Fall Chrome. Und ja, Browserverlauf zeige ich euch jetzt mal nicht. Und dann geht ihr auf Minecraft RTX Resource Packs. Oder gibt das ein in die Suchleiste oben. Genau, lassen wir das. Gut, okay, und dann habt ihr jetzt hier diesen einen Link. Den werde ich euch auch in der Beschreibung verlinken. Hier Nvidia with RTX PBR Texturing Guide. Und ja, dann habt ihr jetzt hier so ein paar andere Links. Und zum Beispiel HD Decorative Resource Pack, HD Foundational Resource Pack, Moodle RTX und Razer Core RTX. Razer Core ist mein persönlicher Favorite, weil es einfach das normale Default Texture Pack ist, halt nur mit Raytracing. Moodle RTX ist so ein bisschen das, so ein pixeliges Texture Pack. Ich glaube, das ist sogar das, was in der Temples and Totems Map verwendet wurde. Und hier noch 2 andere Resource Packs, die von Nvidia direkt sind. So, ich lade jetzt mal alle 4 Stück runter. Genau, die wurden hier auf der, in diesem Tech-Demo da verwendet, wo ich euch auch gezeigt habe, mit den ganzen Spiegelungen und mit der Beleuchtung und so weiter. Gut, okay. Auf jeden Fall Moodle RTX und Razer Core RTX lade ich mir auch noch gleich mit runter. Gut, ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. So. Genau. Das dauert auch ein bisschen, so jetzt. Okay, jetzt haben wir diese ganzen 4 Packs runtergeladen, dann könnt ihr auch euren Browser schon wieder schließen. Und dann gehen wir auf Downloads und entpacken das einfach. So. Und jetzt, wenn das gleich entpackt ist, genau, müsst ihr das natürlich noch ins Spiel einfügen. Und dann müsst ihr es einfach nur noch aktivieren. Und jetzt ist es eigentlich denkbar einfach. Ihr geht jetzt einfach in euren App-Data-Ordner, wo ihr auch reingeht, wenn ihr was für die Minecraft-Java-Edition einfügen wollt. Jetzt aber macht ihr einen Umweg. Ihr geht in den normalen App-Data-Ordner, nicht in den Roaming, sondern in den normalen und da wählt ihr jetzt den Local-Ordner aus und dann geht ihr auf Packages. Das ist jetzt hier unten. Genau. Und dann geht ihr auf Microsoft Minecraft UWP und dann auf Local State und dann auf Games und dann auf Core Mojang und dann auf Resource Packs und da fügt ihr das dann einfach ein und gleich ist es durch, gleich ist es durch, gleich ist es durch. Ja, jetzt habt ihr das eingefügt und jetzt starten wir mal unser schönes Spiel. So, jetzt müsst ihr noch eine Kleinigkeit machen. Aber es ist nur noch eine ganz kleine Kleinigkeit und dann könnt ihr eure eigenen, von euch erschaffenen Welten auch in dem wunderschönen RTX-Look genießen. Und natürlich euch auch schön die Performance vermiesen lassen. So, und jetzt geht ihr auf Spielen.
Und jetzt geht ihr hier auf diesen kleinen Stift und bearbeitet diese Welt mal und geht auf Resource Packs und dann habt ihr hier meine Pakete und jetzt habt ihr hier, es sind zwar doch sind 7 Stück, okay. Okay, dann geht ihr auf Razel Core RTX zum Beispiel, das aktiviere ich jetzt einfach mal und das ist wie gesagt mein persönlicher Favorit, weil es einfach ein Default Pack ist, halt mit RTX Shadern. Ja, mit RTX Shadern, genau. Wie gesagt, und die anderen Packs, die sind natürlich noch nicht vollständig, das ist vergleichbar mit dem Umsurea Texture Pack. Aber wirklich, die sind halt echt kaum vollständig, muss man dazu sagen. Okay, also und jetzt gehen wir einfach auf Spielen und... ja. Höret und staunet, es ist hier. Es erstrahlt in einem wunderschönen RTX-Look. Die Sonne ist natürlich immer noch scheiße, aber sonst... zieht es euch rein. Es ist wieder mal nice. Wie gesagt, das ist hier mal eine Spielwelt so ein bisschen, ne? Mit einem schönen Kamin, der hier auch Reflektionen hat, ne? So richtig. Und auch hier, das ist auch cool. Die polierten Steine hier, die haben auch eine Reflektion und hier auch die Öfen. Die reflektieren auch die Öfen, genau. Das meinte ich. Und genau, hier auch die Strahlen, die durch die Tür einfallen und hier gehen wir mal ein bisschen raus und da ist das Feld und ja, das ist hier so ein bisschen so eine Privatinsel, die ich jetzt mir hier gemietet habe. Irgendwo im Pseudo-Südpazifik. So, ich tue mal hier ein bisschen Render-Distanz hochschrauben, dass ihr hier ein bisschen mehr seht. Genau. Hier ist so ein schöner Fichtenwald und da hinten ist so ein schönes Berggebiet. Genau, vielleicht mache ich hier auch so ein bisschen Let's Show draus. Bin ich im Übrigen so ein richtiges schönes RTX-Let's Show. So lange baue ich jetzt auch noch nicht an der Welt, aber ja. Ich baue schon ziemlich gerne dran, deswegen würde hier auch was entstehen, aber so ein bisschen, ja, so ein bisschen Let's Show. Also hier habe ich das, die Idee, so einen richtigen Zaubererturm hinzubauen, so einen richtigen aber, ne? Also nicht so wie in meinem Review neulich, wo ich den Zaubererturm mit einer Mühle verwechselt habe. Das war, ja, es war einfach, ich sag mal so, es war lustig. Ich habe mir das im Nachhinein echt angeguckt und dann dachte ich mir, was bist du nur für ein Volltrottel? Das war eine Mühle und ich sagte, das ist so ein Zaubererturm. Wie gesagt, ich verlinke euch das Video mal, dann könnt ihr euch darüber echt lustig machen. Aber hier baue ich einen richtigen Zaubererturm hin, halt ohne Mühlräder. Und das Ganze ist hier wirklich denkbar einfach gewesen, wie ihr gesehen habt. Und es macht auch wirklich Fun. Und ja, das Ganze so zu zocken, das, ja, das mit dem Zaubererturm, ja. Genau, und wie gesagt, hier möchte ich vielleicht ein bisschen so ein Let's Show draus machen, wenn ich jetzt hier so das nebenbei mal anmerke. Und ja. Das war es jetzt erstmal wieder von mir mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen hoch und ja, ich hoffe, ich konnte euch mal weiterhelfen so ein bisschen. Und jetzt könnt ihr auch in euren eigenen Welten mit diesem schönen Feature Spaß haben. Also gut, macht es gut, Leute. Haut rein. Ciao.